Hallo und willkommen, hier ist eine neue Folge von Einmal mit Profis, der Podcast, der sich fragt, wie entsteht eigentlich ein Film? Bei mir wie immer Merlin, hallo Merlin. Guten Abend, Jan. Ja, können wir eigentlich anfangen, oder? Können wir machen. Wrong. Wrong, you're totally wrong. I got invited here to meet Angela Merkel. Oh nein, he's a friend of mine. But it's total fake news, you can trust me. I grabbed them all by the pussy. Wer ist das denn? But let's be honest, let's build this wall and make 32 great again. Ein guter Hashtag, really oder? Warum eigentlich nicht, ne? Das ist ein guter Hashtag. Ja, schöner Hashtag. Ja, dann lass mal einfach anfangen hier. So, los geht's. Riffs! Yeah! Nothing is so terrible as a pretentious movie. And action! I think people are perverts. Diesmal schlag ich in die Fasslauf, kannst du dich verlassen, du! You don't learn anything in film school that can teach you how to do that. Also so kann ich nicht arbeiten! And basically my message is, fuck yourself. Guck mal, hat sich der Trump hier reingeschlichen. Das musst du auch erstmal schaffen. Ja. Naja, jetzt ist er wieder weg erstmal, glaube ich. Auch ganz gut vielleicht. Haben ihn im Keller eingesperrt, ne? Ja, wir haben lange nicht mehr geredet. Das hatte, Terminelle. Terminelle? Heißt es Terminelle? Thematische und Terminelle. Terministische Probleme hatten wir hier. Und darum sind wir tatsächlich heute erst wieder da. Aber pünktlich zu einem ganz. Aber pünktlich. Und da haben wir im Laufe der Sendung noch einen spannenden Gast hier. Und das ist nicht Donald Trump zum Glück. Ja, leider erzähl doch mal, für uns. Was ist denn passiert, seit wir das letzte Mal geredet haben? Ist ja schon ein bisschen her. Ja, tatsächlich nicht so viel, weil irgendwie sehr viele Termine da waren. Ich war zwischendurch auch mal einen Tag in London, um mal so ein bisschen Urlaub und Sightseeing und so zu machen. Natürlich ist das Casting irgendwie weiter vorangelaufen, aber noch nicht so, dass ich jetzt einen Vertrag präsentieren könnte und sage, ich habe den Schauspieler unter Vertrag gekriegt, sondern es ist noch eher so auf dieser Kaffeetrink und man redet nett und quatscht über das Skriptebene, aber das haben wir ja schon alles. Wie bei einem guten Date, da geht's auch nie übers Kaffeetrinken raus. Ist das bei dir so? Da trinkst du ja keinen Kaffee, oder? Dazu äußert sich mein An. Das ist das Hauptproblem. Ja. Das ist das Hauptproblem. Nee, aber deswegen hat sich jetzt wirklich produktionstechnisch relativ wenig getan. Es ist gerade eher so, dass man relativ viel vorbereitet, sich schon mal Locations überlegt und so Geschichten, was dann sicher spätere Folgen füllen wird. Aber es gibt dann später eine Sache, wo wir, glaube ich, ausführlicher drüber reden können. Wie sieht es mit deiner Kunstdepression aus? Die ist immer da, aber das ist, glaube ich, ich habe mich damit abgefunden. Das gehört irgendwie zum freiberuflichen Leben dazu. Naja, gut. Bei dir nicht, oder? Bitte? Bei dir nicht? Ist das? Nö, alles. Also ich habe halt von Anfang an keinen Anspruch an die Produktion, von daher geht's dann. Man merkt man ja in diesem Podcast hier, oder? Ja, klar. Gut. Aber wir klingen schön. Tatsache. Die Medienkuh. Kannst du denn, gibt es wirklich nichts, was du Neues besprechen kannst? Weil ich habe jetzt hier stehen, dass ich jetzt noch mindestens 2 Minuten mit dir bei diesem Programmpunkt bleiben muss, des Formats wegen. Ach so, ja, wir können ja tatsächlich einen Ausblick geben, was so in den nächsten Wochen quasi ansteht. Warte. Hm? Merlin, was passiert in den nächsten Wochen? Danke für die Frage. Gerne. Was ansteht, ist auf jeden Fall Location Scouting. Einfach weil man, klar, man kann im Drehbuch ungefähr eine Location beschreiben, also einen Drehort, aber oft ist es so, dass man dann den Drehort, den man gerne hätte, nicht kriegt oder nur für sehr horrende Summen. Frag mal die Deutsche Bahn, da ist das ganz besonders toll. Warum haben die? Wenn man da anfragt nach einer Drehgenehmigung, schicken die einem einfach eine Excel-Tabelle, wie teuer, wie viel Aufenthalt auf ihrem Gelände ist. Ja, schön. Ja, ne? Nee, und deswegen muss man einfach im Vorfeld schon Locations klar haben, die man dann auch mit einem Kameramann und einem Beleuchter und so besichtigen kann. Dreht man dann da auch schon irgendwelche Testszenen? Kommt ein bisschen drauf an, je nachdem wie motiviert man ist und wie viel Vorlauf man noch hat. Und ich sag mal, wie viele Leute, außer denen, die eh schon bei der Location-Besichtigung da sind, das dann noch sehen müssen. Mhm. So. Und man guckt halt nach so Sachen wie, gibt's da Strom, gibt's da Toiletten, wie kalt wird's da nachts? So Geschichten halt. Mhm. Das steht jetzt in nächster Zeit so an. Das Casting geht natürlich noch weiter. Das will ich jetzt aber eigentlich auch mal bis Mitte Februar irgendwie fertig kriegen, weil dann hat man Sachen, mit denen man quasi werben kann und kann sich auf andere Dinge konzentrieren, als jetzt nach Köln zu fahren und Kaffee zu trinken. So schön die Fahrt nach Köln auch ist, aber irgendwann ist dann nochmal gut. Ja, und die Choreografien werden natürlich noch weiter ausgearbeitet. Ganz kurz, hast du denn schon Drehorte gefunden, die dir gefallen? Gefunden schon. Ich habe momentan so eine große Excel-Tabelle, wo einfach, ich sag mal, für jeden Drehort, der im Film beschrieben ist, so 2 bis 3 Alternativen sind. Die unterscheiden sich teilweise wirklich komplett. Also das eine ist zum Beispiel, für eine Szene könnte es eine Disco sein, es könnte aber auch eine abgeranzte Ruhrgebietslagerhalle sein. Mhm. So ist dann einfach die Frage, was man sich da eher antun will für den Drehtag und was vielleicht auch thematisch schöner passt. Und es gibt zum Beispiel ein paar Locations, wo es einfach klar ist, okay, wir brauchen eine Kneipe und dann gibt es halt 3 Kneipen zur Auswahl, die vom Prinzip her alle ähnlich sind, aber wo dann einfach die Frage ist, wo man drehen kann, so.
das hast du in den letzten Wochen gemacht und wie lange? Wir, ja, doch schon, ne? Also ja, glaub, ja, ja, schon ein bisschen her. Bevor wir jetzt zum Hauptthema kommen, haben wir tatsächlich ja, jetzt ein neues ABC dabei und weißt du. Bei welchen Buchstaben sind wir? Bei E? E. Ich glaube bei E. Ich freue mich sehr auf die Eskimo-Dokumentation, muss ja, ich sagen. Die Eskimo-Dokumentation. Aber, Obacht, ja, ich drücke jetzt hier keinen Knopf, denn der Knopf ist da. Hallo, Taub. Hallo, ich bin's, Taub. Und ich präsentiere Taubs total tolles Filmlexikon mit Taub. Du bist live hier und liest uns jetzt dein ABC vor. Tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, wie ich hingekommen bin. Auf einmal bin ich in diesem Raum. Und wo ist Trump? Wo ist Trump hin? Der war doch gerade noch da. Ich habe ihn, glaube ich, gerade gesehen. Da lief so ein Fuchs irgendwie auf einmal lang. So ein Meerschweinchen. So ein Meerschweinchen. Ja. Schöne Frisur. Okay, also jetzt soll ich es einfach machen. Warte. Ich brauche so diese Musik. Diese Musik. Warte mal, ich gebe sie dir kurz. So, warte mal. Hier, so, Achtung. Hättest du schon sagen müssen, ne? Warte, ich kann dich auch ankündigen. Warte, ich kann dich auch ankündigen. So, warte mal. Taubs total tolles Filmlexikon. Mit Taub. Ja, das kommt aber später. Egal. Okay, aber wir machen das einfach. Ich fange einfach an. Na gut. Also, los geht's. E wie Eskimo-Dokumentation. Warte mal ganz kurz. Ich höre nie wieder auf, das ist eine Loop. Passt das denn heute überhaupt? Ich meine, ich glaube, ich hab doch ein ganz anderes Thema eigentlich heute, oder? Wir reden gleich noch über Crowdfunding. Über Crowdfunding. Pass auf, dann mach ich heute mal ein bisschen was anderes. Da mache ich nochmal Crowdfunding. Warte, ich hol nochmal so ein bisschen das Helium raus. Taubs total tolles Filmlexikon mit Taub. A wie alles klar. B wie bald geht das. C wie Crowdfunding los. D wie das ist. E wie eine. F wie fulminante Möglichkeit. G wie Geld als. H wie Hilfestellung. Für I wie irgendein beliebiges Projekt zu sammeln. K wie kann ja sein, dass dadurch der. L wie Lebenstraum durch. M wie motivierte. N wie noble. O wie Oligarchen. P wie praktisch. Q wie quasi er erfüllt werden kann. S wie sicher ist das T wie total. U wie unumständlich. Solange man V wie viele, W wie wertvolle, aber dennoch X wie beliebige Dinge als Gegenstand anbietet. Y wie yo. Z wie zack zack. Los geht's. Ziemlich zügig Zett zusammen. Hey, sogar aufs Musikbett total gut, oder? Und sehr lustig. Sehr lustig. Wir danken dir. Kleinen Szene-Applaus hier im Studio. Hört keiner, aber mein Mikro ist. Aber ich hab noch nie Applaus dafür bekommen. Applaus für deine Worte. Also singen wir jetzt direkt weiter. Wir reden über das Crowdfunding. Wir haben es gerade schon ja, natürlich, wir laufen noch. Wir haben das mit drauf. Heute ist eher das ein bisschen communicating. Gut. Hallo Community. Community, wer seid ihr? Junge, wo wir dich schon einmal hier haben, was machst du eigentlich so? Was ich so mache? Ja, also ich sitze gerade so in so einem Keller und Darfst du darüber reden, was du machst? Lass ich sein. Ich mach's wie auf der Seite, da steht auch, dass ich irgendwas studiert habe und irgendwas damit mache. Also, irgendwas. Komm, das ist, wir lassen es mal dabei. Das ist ein Mysterium. Man muss ja auch manche Dinge geheim halten, ne? Nächste Woche uns einmal ab, Dalai, jetzt bist du da, hallo. Ja, heute nur Big Picture. Merlin, du bleibst noch ein bisschen da bei uns, Taub, redest ein bisschen mit zum Thema Crowdfunding. Merlin, du machst ein Crowdfunding bald. Ja, tue ich. Keine Ja-Nein-Fragen, das ist deine Moderationsüberleitung. Rede, jetzt reden. Taub hat es ja gerade schon so schön zusammengefasst. Wir machen für den Film, meinen Film, unseren Film 32 ein Crowdfunding. Jan, bitte nicht auf den Boden spucken, das muss man wegwischen. Nee, als du gesagt hast, mein Film war bei mir so Hitler, mein Kampf. Mein Film. Ich kann es auch anders betonen, wenn du möchtest. Nee, danke, rede ruhig weiter. Nee, wir machen ein Crowdfunding für den Film, einfach aus vielen verschiedenen Gründen. Zum einen würde ich es gerne mal ausprobieren, zum anderen habe ich jetzt... Brauchst du dringend Geld? Das ist der andere Punkt. Also, ein Film ist einfach scheiße teuer. Kann man ja mal so grob zusammenfassen. Oder Taub. Ja. Du warst ja schon mal auf einem professionellen Dreh, so aus so studentischen Rahmen. Eigentlich auf meinem Dreh. Du gibst doch deinen Dreh. Du warst aber dein Film. Mal auf einem professionellen Dreh, studentischem Rahmen, finde ich aber auch sehr schön. Ja, ne? Kann ich die Frage mal an euch beide stellen. Was glaubt ihr denn, wo so die meisten Kosten bei einem Film liegen? Catering. Batterien. Also, kommt drauf an, oder? Für den Tonmeister sind es Doppel-A-Batterien. Jan hat mir beim letzten Mal einen Koffer mit 100 leeren Doppel-A-Batterien feierlich überreicht. Die muss man erstmal irgendwo entsorgt kriegen. Feierlich war das nicht. Ich hab die einfach in die Tontasche geschmissen und gewartet, bis du sie findest. Auch eine Möglichkeit. Also ich sag mal so, ich glaube, dadurch, dass ich ja um die Ecke gewohnt habe zu dem Zeitpunkt,
war meine Anreise nicht so weit, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass manche andere ein bisschen höhere Reisekosten hatten oder auch mal eine Nacht da bleiben mussten. Und ich denke mal, da entstehen einige Kosten, vor allem beim studentischen Film. Einmal so Geschichten, die Sache ist halt, klar, viele Schauspieler kommen aus Köln, das ist jetzt bis nach Wanne-Eickel nicht so weit. Das geht ja auch noch nicht. Aber wenn man überlegt, dass man irgendwie morgens um 9 auch gerne drehen würde und der Schauspieler sich denkt, da muss ich um 4 aufstehen, stehe um 5 am Kölner Hauptbahnhof, ist jetzt nicht so geil. Von daher, ich glaube tatsächlich, die teuersten Kosten, wenn man es mal so auf den studentischen Rahmen runterbricht, sind einmal halt Catering, wie du gesagt hast, und tatsächlich so Fahrtkosten, Hotelkosten, weil wenn man sich überlegt, so ein normales Hotel kostet pro Nacht 50 bis 60 Euro für so ein Einzelzimmer, wenn man das mal auf 4 Schauspieler für 2 Wochen hochrechnet, ne? Holla, die Waldfee. Holla, wer ist eigentlich diese Waldfee? Das habe ich mich, frage mich seit Jahren. Ist das die Schwester vom Waldgeist, oder? Ja, ja, richtig, genau, so. Die von Bönte. Achso, gut, alles klar. Nee, und so entstehen einfach unfassbar viele Kosten, die jetzt eigentlich gar nichts richtig mit dem Film zu tun haben, weil dann hat man zwar Leute im Hotel untergebracht und kann die irgendwie verpflegen, aber eine Kamera hat man trotzdem nicht, die kostet auch nochmal so ein bisschen was, wenn man nicht jetzt irgendwie auf dem iPhone drehen will. Kann man auch, sieht dementsprechend aus. Und von daher summiert sich einfach unfassbar viel Geld, sodass wir jetzt dieses Crowdfunding machen, um eine Summe von 3.500 Euro zusammenzukriegen. Das sind nicht die gesamten Produktionskosten des Films. So, das ist ein Teil des Ganzen. Also ein Großteil werden wir immer noch, oder will ich immer noch privat irgendwie da beisteuern. Aber ich sag mal, mit 3.5 ist gedeckt, dass wirklich die Schauspieler im Hotel wohnen können und nicht auf der Straße leben können oder auf einem unserer Sofa schlafen müssen und dass so die Grundinfrastruktur des Films irgendwie funktioniert. 3.500 Euro. Ja, das klingt erstmal viel. Ich finde 3.200 Euro per Crowdfunding viel geiler wegen 32. Oder 32.000, das kannst du natürlich auch. Fällt das jetzt erst auf? Also du kannst auf die 300 Euro verzichten, dann sieht es geiler aus. Ich könnte es noch ändern, ne? Jetzt 3.200 ist noch mal ändern. Cooler. Das ist egal. Ist doch schön, wenn es jetzt im Podcast noch aufgefallen ist. Nun, ja, dann mache ich eine Crowdfunding-Kampagne. Hier habt ihr es zuerst gehört. Dann mache ich eine Crowdfunding-Kampagne über 3.200 Euro wegen der schönen Corporate Identity. Sehr schön runtergehandelt, Jan, sehr schön. Ja, gerne, ja. Die 300 Euro zahlt Jan dann aus privater Kasse. Bitte was? So teuer war die Aktion, ja. Schade. Marketingkosten, die rechnen wir wieder oben drauf aufs Crowdfunding. Und man muss sagen, diese Crowdfunding-Kampagne läuft auch schon, wenn ihr das hier hört. Und ist hoffentlich ganz gut am Laufen dran. Das läuft. Hier ist bestimmt irgendwo so ein Link versteckt, ne? Wenn man ja, hier irgendwo so. Wenn man auf den Podcast klickt. Man, merkt ein bisschen, du kommst von YouTube. Überall muss ein Link da sein. Und klick ja, mal hier. Normalerweise würde ich jetzt noch zeigen, so, ey, schau mal da unten in die Infobox. Nein, das ist so, wenn du auf den Play-Button drückst, wirst du direkt zu PayPal weitergeleitet. Ja. Bei uns heißt das, bei uns, die Infobox heißt bei uns Show Notes. Show Notes. Und außerdem, klingt auch schöner, ne? Wie werden YouTuber bezahlt? Ach, die haben ja so ein eigenes Ding. Aber im Podcast dann ist Patreon ganz groß. Ja, das stimmt. Warum? Okay, aber wo du es jetzt gerade sagst, warum finanzierst du deinen Film nicht über Patreon? Warum bringst du keine 32 Duschgel raus? Weil ich mich davor mit chinesischer Gesichtscreme einschmieren müsste und hoffe, dass ich überlebe. Aber, oh. Patreon, aber genau. Patreon ist halt, glaube ich, eher so ein Abo-Ding. Also bei Patreon abonnierst du halt jemanden und zahlst ihm monatlich was. Und Crowdfunding ist ja wirklich, in unserem Fall, wir haben ungefähr 40 bis 50 Tage Zeit, das zu finanzieren und danach ist durch. Also Patreon ist gut für so Langzeit-Podcast-Projekte, weiß nicht, Nukular oder so, die finanzieren sich ja nur darüber. Aber ich glaube, für so kurzzeitig angelegte Projekte ist sowas wie Start Next, wo wir jetzt sind, wesentlich besser. Aber ich meine, das Patreon läuft bei uns ja auch gut. Also wir haben schon 0 Supporter. Ne? Geht noch was. Also wir machen aber auch keine Werbung dafür. Ja. Ja, das ist das Crowdfunding. Also wie macht man ein Crowdfunding für einen Film gut? Ich glaube, in erster Linie ist die Sache, dass man natürlich Leute damit erreichen muss. Wenn man überlegt, unsere Facebook-Seite hat zum heutigen Aufzeichnungstag, ich glaube, 126, 127 Likes. Das sind jetzt aber nicht alle Leute, die das erreichen, sondern wenn wir jetzt so einen richtig fetten Post machen, wo alle Leute markiert sind und so und der vielfach geteilt wird, hat man auch durchaus mal eine Reichweite von mehreren tausend, die man auch braucht. Weil man braucht, Tope, da musst du mich gleich mal unterstützen mit deiner Social-Media-Expertise. Ich kann irgendwie alles, habe ich das Gefühl, doch nichts. Nee, man braucht halt so eine kritische Menge an Usern, damit dieser Facebook-Algorithmus greift und man auch in den Timelines von Leuten, mit denen man vielleicht nicht direkt befreundet ist, auftaucht. Durchaus. Und ich habe mal gehört, das sind so ungefähr 10.000 Leute, die man erreichen muss, damit das so ein bisschen weitergreift. Ja, also da direkt von so einem kritischen Wert zu sprechen, ist mal ein bisschen schwierig. Kommt immer drauf an, in was für Kreisen sich das dann auch verteilt. Also du wolltest jetzt aber auch so ein bisschen investieren, dass du sagst, okay, ich möchte mehr erreichen irgendwie, indem ich jetzt 5 auch mal reinlege. Ich würde gerne mal dieses Facebook-Advertising-Ding ausprobieren, weil unsere organische Reichweite ist jetzt nicht schlecht. Und mich haben auch schon viele Leute gefragt, ja, wann kommt der Teaser, wie ist das so? Und ich glaube, dass wenn der Teaser, der ist ja jetzt schon draußen, also ist es quasi postfaktisch, was wir hier besprechen.
Totally great. I tell you. Nee, aber auf jeden Fall könnt ihr ja jetzt schon sagen, wie der Teaser eingeschlagen ist, was für eine Reichweite der hat. Wir hoffen einfach mal, dass es gut ist. Größtenteils ist wirklich Facebook unsere Anlaufstelle, weil das einfach das Social-Media-Ding in Deutschland ist. Irgendwo anders ist es Twitter, wenn man dem President of the United States folgen mag. You can trust me. Der hat der Facebook? Ja. Der macht aber viel über Twitter, ne? Ja. On Twitter, you know, no fake news, only mine. Also zum Beispiel Snapchat haben wir gar nicht. Only mine fake news. Eine Zielgruppe, die uns verloren geht. Snapchat brauchen wir gar nicht mit Crowdfunding anfangen. Die Snapchat haben kein Geld. Von daher sind wir wirklich so klassisch orientiert, sprich Homepage und Facebook eben. Macht ja auch schon mal Sinn auf jeden Fall. Und da, eben, wenn du jetzt, ich finde, wichtig ist, dass du wirklich die Leute mit dem, was du davor hast, erreichst. Und dass die wirklich von sich aus sagen, das finde ich geil, das möchte ich unterstützen, weil dann wird es ja auf jeden Fall geliked, geteilt und dadurch erreicht es ja dann potenziell wieder mehr Leute. Und so eine persönliche Ansprache bei manchen Leuten zu suchen vielleicht, irgendwie, ist ja dann auch recht hilfreich eigentlich. Ich meine, du kennst ja viele, die schon allein die beim Teaser dabei waren zum Beispiel, die haben ja auch irgendwo ein natives Interesse dran, das ja schon mal dann zu teilen. Und wenn man über die geht und die verteilen es wieder, ich glaube, da könnte man eine Menge Leute damit erreichen, auf jeden Fall. Also, das so, wenn du so ein normales Bild hast, so 3000 Leute hast du damit schon mal erreichen können. Ja, ist ja schon mal eine ganze Menge, auf jeden Fall. Link ist natürlich wieder schwieriger auf Facebook. Klar. Kommt wieder dazu, aber du könntest ja auch ein Facebook-Video machen und da dann wiederum nochmal den Link reinpacken. Geht auch. Könnte ich machen. Ich könnte natürlich das Video auskoppeln. Genau. Da den YouTube-Link reinpacken und dann nochmal halt den Startnext-Link dazu packen. Also, ich sage, vor allem kann ja auch nicht schaden, das dann 2-3 Mal zu machen. Ne? Also, einmal posten reicht da auf jeden Fall nicht. Da muss man sich überlegen, wann es strategisch am besten ist. Aber eben. Gut, aber jetzt 3.500 Euro möchtest du sammeln? 200. Wir haben jetzt gerade geredet darüber, wie macht man diese Kampagne überhaupt bekannt. Aber wie, also wenn die Leute die Kampagne erreicht und die Leute die den Link finden, wie mache ich denn jetzt endgültig, dass die Leute dafür Geld zahlen möchten? Also du hast schon mal erzählt, dass es halt die Möglichkeit gibt, da so Geschenke zu bekommen, wenn man was spendet. Genau, also es ist jetzt nicht einfach so, dass man, weiß nicht, per PayPal-Donation quasi da einfach Geld reinkloppt, sondern Crowdfunding ist so ausgelegt, dass man dafür natürlich auch was zurückbekommt. Und in unserem Fall ist es jetzt so, dass es verschiedene kleine Perks, nennt sich das, gibt, also quasi Gegenleistungen, wenn man es so nennen will. Und das fängt an bei, sag mal, den typischen Sachen, das ist ein digitaler Download vom Film und vom selbst komponierten, nicht von mir, aber von Leuten, die es können, Soundtrack. Dann gibt es natürlich so DVD-Geschichten, eine Blu-ray, wobei man sagen muss, auf der DVD sind zum Beispiel Extras drauf, die man quasi beim digitalen Download nicht bekommt. Making-of-Geschichten, Audiokommentar, so Geschichten halt. Und dann geht es irgendwann weiter, dass man nicht mehr einfach nur noch Material per Post zugeschickt kriegt, sondern wirklich eine Experience, sag ich mal, dafür kriegt, dass man wirklich zum Set kommen kann, dabei sein kann, auch vor der Kamera als Statist oder mit einer kleinen Nebenrolle stehen kann. Weil das, glaube ich, Sachen sind, die über das normale Crowdfunding so hinausgehen, weil das Sachen sind, die nicht jeder anbietet, weil die meisten Crowdfunding-Sachen sind so, hier, 25 Euro, kriegst ein DVD, viel Spaß. Genau, und so könnt ihr auf jeden Fall mal mitmachen, mal richtig dabei sein, Teil vom Ganzen sein. Oder zum Beispiel, man kann auch für 20 Euro eine personalisierte Anrufbeantwortansage von Flying Uwe bekommen, habe ich gelesen. Bei mir, genau. Hast du ein Kooperationsding? Hey Freundchen, ich mache mal eine lustige Ansage, ich pass auf, so Achtung hier, was bist du denn für ein Schnuckeli, du? Genau so. Ach, nee, da hätte ich lieber schon so ein Julienko oder so. Ja, warum nicht? Ja, ne? Dann sagt, hallo Bibi, schön, dass du da bist. Dann sagt er jedem. Also, dann haben wir Bibi erwähnt, dann kriegen wir direkt mehr Reichweite, ne? Ja. Und Duschschaum, what you gonna do? Das 32 Duschgel. Hm. Ah. Ach, guck mal. Dann riecht man nach dir, oder was? Nee, das schmeckt nach LSD, aber. Ach, geht's etwa um Drogen? Was? Nein. 32? Eventuell. Jetzt mache ich nicht mehr mit. Ich habe doch, den Teaser habe ich ja jetzt schon gesehen. Ja, postfaktisch hast du ihn gesehen. Das heißt, ich werde deinen Film jetzt ja auch vielleicht, kann ich ja sagen, ich werde ihn ja schon zu dem jetzigen Zeitpunkt unterstützt haben. Könnte sein. Wenn du das tust. Ich weiß nur nicht, ob ich die DVD möchte oder die Blu-ray. Nimm die Blu-ray. Okay, warum? Weil wegen besserer Bildqualität. Die Hülle ist auch schöner. Hülle ist auch schöner. Da muss ich mal gucken. Ja, also ich werde auf jeden Fall unterstützen. Ich habe letztens mitbekommen, dass die Blu-ray-Hülle mit dem Blu-ray-Logo obendrauf von einem deutschen Hersteller lizenziert ist. Echt? Ja. Yeah. Es gibt ja auch einen Typen, der diese Kaminfeuer-DVDs macht und der damit schweinereich geworden ist, weil der immer zum aktuellen Techniktrend quasi eine neue Version rausbringt. Ja, genau. Da gibt es halt Kaminfeuer 16:9, Kaminfeuer HD, ja, Kaminfeuer HD, 4K. HD-DVD, ne? Auf Netflix. Kaminfeuer 4K. Wie lange dauert das denn? 1,5 Stunden oder so. Ach, schön. Ach, schön. Man hat also, keine Programmempfehlung von Wenn ihr Netflix-Abonnent seid. Link gibt's in der Infobox.
It's brilliant. It's brilliant, trust me. Kaminfeuer is a friend of mine. He's a friend of mine. The Kaminfeuer, Mann. The Fire News. Fuck News. Fake News. Ah. Achso, ich kann ja vielleicht noch erzählen, es gibt, ich sage mal, drei große Crowdfunding-Seiten. Es gibt einmal Kickstarter, dann Indiegogo und in Deutschland, wobei es eine .com-Domain ist, Startnext. Und ich sag mal, Startnext, genau. Startnext. Ja, und auf Startnext habe ich tatsächlich schon zwei Sachen unterwegs. Es gibt noch sowas wie GoFundMe oder so, das sind eher so komische Geschichten. Und das ist halt die Frage, was man nimmt. Ich finde, Kickstarter ist echt so ein amerikanisches Ding, weil da alle amerikanischen Brands drüber gehen. Wenn du da als deutscher kleiner Kunstfilm hingehst, dann bringt das einfach nichts, wenn man untergeht in der Masse von großen Firmen, die einfach da mehr Geld reinkriegen wollen. Dann gibt es halt noch Indiegogo, auch amerikanisch. Was ich da aber ein bisschen komisch finde, wenn du da was spendest, wird das direkt von deinem Konto abgebucht. Egal, ob die Kampagne jetzt erfolgreich ist oder nicht. Also bei Kickstarter und Startnext ist es so, wenn die Kampagne erfolgreich ist, dann wird dein Geld abgebucht und dann passiert das Ganze erst. Bei Indiegogo klickst du auf Donate und es ist weg. Interessant. Das heißt, wenn es nicht zustande kommt, denkst du, ja gut, 50 Euro oder Dollar umsonst gespendet. Und das ist mehr so die Gewinnspielversion von, ja, so ein bisschen, von Crowdfunding. Das Rubbellos des Crowdfunding. Ja. Ja, Startnext hat einmal so eine Seriosität, weil es eben deutsch ist und deutsche Zahlungsmöglichkeiten anbietet. Also man kann ja ganz normal per irgendwie Sofortüberweisung und so Gedöns überweisen. Und es ist einfach kleiner. Also es gibt irgendwie momentan, ich glaube, 120 Projekte auf Startnext. Man hat deutsche Sachbearbeiter, die einem dabei helfen und so Geschichten. Deswegen ist es irgendwie für mich ein bisschen... Also funktioniert es nicht? Nee, aber es ist ein bisschen persönlicher und netter. Es ist kein Amt, keine Sorge. Und man hat einfach diesen Lokalfaktor noch ein bisschen dazu. Weil ich denke gerade mal so ganz spontan so ein paar Projekte, die dadurch mal finanziert werden konnten, irgendwie parat bei Startnext? Startnext, die eine Geschichte, die ja funktioniert hat, so halbwegs, ist dieses Oberucken von Scenetech TV. Da kannst du vielleicht noch was zu erzählen. Gar nicht mal so viel. Also ich, ja, so gut geklappt hat, glaube ich nicht. Ne? Ja, aber sie haben zumindest 70.000 oder so haben sie gekriegt. Ja, also ich weiß, reines Ziel, ne? TV Noir zum Beispiel ist eine kleine Musikshow aus die ist gut. Berlin, die ist richtig gut. Und die haben die haben zuerst schon mal ein Album über Startnext finanziert bekommen. Da habe ich die Schallplatte von, auch eine wunderschöne Schallplatte, limitiert, ne, wirklich mit Handbeschriftung von der Nummer. Die Kurzfassung bitte. Und ganz toll, muss ich mal eben Werbung für machen. Wir müssen ja eh noch ein bisschen Zeit rumkriegen. Also, und die haben wirklich jetzt ihre neuen Shows drüber finanziert, die komplette Produktion, und sind irgendwie ordentlich übers Ziel hinausgeschossen, auch mit der Summe. Das ist ja auch immer die Frage bei so Projekten. Was machst du mit zu viel Geld, ne? Ja, das ist auch immer die Frage. Wenn ich jetzt sehe, eine Kampagne hat 100%, spende ich dann da noch was oder nicht? Die meisten machen das ja relativ offen. Die sagen dann, ja, aber je mehr reinkommt, desto besser wird es natürlich. Ja, aber die Frage ist auch so als Kunde, also je nachdem, wie geil die Geschenke sind. Wenn ich bei 100% bin, weiß aber, ich möchte trotzdem noch eine von den limitierten Schallplatten, weil es sind noch welche da, dann nehme ich halt trotzdem noch eine. Ja, stimmt. Also Cintech hast du gerade angesprochen noch, bei denen hat es jetzt nicht so geklappt, die wollten ja glaube ich über 30.000, 35.000 oder so. Ja, ich glaube irgendwann ist auch so die Menge erreicht, wo es einfach nicht mehr über Crowdfunding geht, außer man ist jetzt irgendwie Stromberg oder Zach Braff oder so. Wo es ja geklappt hat zum Beispiel, war auf YouTube Tube Clash beispielsweise, so ein Projekt von Dark Victory, Animateur. Animateur ist der, der auf Mallorca rumhandelt. Ein Animator. Der zeichnet gerne. Und der hat damit sein Projekt finanzieren können, so sein Herzensprojekt auf jeden Fall. Und zwar zwei Staffeln lang. Jetzt die dritte Staffel ist aber über Funk, da braucht er dann kein Geld. Ach so. Hat er dann bekommen, ne? Ja. Ich hab so ein bisschen Hass auf aber Funk. Ne? Falls ihr ein Funkredakteur zuhört, wir würden das gerne. Man kann aus 32 auch eine Webserie machen, das geht super. Wenn man möchte. Das wird dann so wie Into the Badlands, nur im Ruhrgebiet irgendwie. Aber hat keiner von euch gesehen, ne? Oder wo ich jetzt von wegen nur einen Film und so weiter auch finanzieren, darüber habe ich jetzt der Holger Kreimeier von Fernsehkritik.tv, ob wir den kennen. Was ist mit dem? Nee, der Taub ist Abonnent. Ich kann den gar nicht abhaben. Der Taub ist Abonnent. Ich bin sogar Abonnent, ja, guck mal, ganz stolz Abonnent. Tut mir leid, ich hatte jedenfalls gar nicht. Auch ein Projekt für sein Portal, wo er jetzt... Scheiß RTL. So ein, nee, das nicht. Nee, er wollte auch einen Film produzieren. Er wollte seine Anwaltskosten bezahlen. Ja, die hat er mittlerweile raus. Nein, aber er wollte eine Flüchtlingskomödie drehen, also mit einer Flüchtlingsthematik. Und da hat er auch 15.000 Euro gesammelt. Hat geklappt. Und jetzt kann er den Film realisieren. Aber war knapp. Aber er hat genau 15.000 so eigentlich getroffen.
Und aber das war's auch wieder heute aus der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben ein. Jetzt sind wir gerade so gut im Flow, da unterbricht uns der Moderator. Da unterbreche ich dich einfach, denn es ist fast schon wieder die 25 Minuten rum. Ich danke euch, dass ihr heute hier wart. Ich danke Tope, dass du uns so schön unterstützt hast, auch mit deinem Fachwissen und mit Crowdfunding. Ich danke Merlin, dass du hier warst, auch wenn du wie immer nichts geleistet hast. Und ich danke mir als den perfekten Moderator dieser Show und sage, schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Mal gibt es eine EWE-Eskimo-Dokumentation. Dokumentation. Dokumentation. Die Eskimos. Dokumentation. But let's be honest, let's build this wall and make 32 great again.